diesem Produktfilm zeige ich euch, wie ihr Canon EF Objektive an das Micro Four Third System anbringen könnt. Das ist also jetzt hier ein Zoom Objektiv 70-200, was ich hier habe, und mit diesem Adapter, den ich hier habe, mit diesem Fokalreduktor-Adapter, wie er so schön heißt, wird die typische Telewirkung, bedingt durch den Formatfaktor mal 2, also gegenüber dem Vollformatsensor, reduziert um 0,72. Der Kollege, der hat hier auf der Produktseite das auch richtig schön erklärt mit der mathematischen Formel. Am besten mal kurz auf den Link klicken unter dem Video, da wird euch das dann wunderbar auch erklärt. Die Besonderheit ist also die hier verbaute Linse, die wir hier haben, und natürlich auch zusätzlich dazu gedacht, ich werde das auch gleich nochmal abbauen, können wir jetzt hier die Blende auch manuell einstellen. Weil in der Regel haben ja die modernen Autofokus-Objektive der Hersteller, jetzt auch hier in dem Fall von Canon zum Beispiel, nicht die Möglichkeit, die Blende von außen einzustellen. Also das, was früher in der analogen Welt immer so schön ging, dass man also hier noch einen Blendenring hatte, ist ja bei diesen neuen Objektiven nicht mehr der Fall. So, der Adapter, ich werde ihn einfach jetzt mal hier kurz im Detail vorstellen und praktisch einen Abbau vornehmen, damit man sehen kann, wie das Ganze auch dann hier aufgebaut ist. Der Adapter ist also hier zwischen Objektiv und Kamera zwischengeschaltet, wie man sehen kann. Der silberne Ring ist die Blendenverstellung und der Adapter selber hat auf der anderen Seite hier noch so einen kleinen Nippel. Und wenn ich den runterdrücke, kann ich jetzt hier zum Beispiel das Objektiv einfach abnehmen. So sieht der Adapter aus. Da ist die Linse auch drin und mit dem Ring, wie man sehen kann, hier kann ich also die Blende dann einfach hier mit hinzuschalten. Eine Möglichkeit, die ich normalerweise, wenn ich jetzt keinen Adapter habe, der also auch über die elektronischen Kontakte verfügt, um zwischen Kamera und Objektiv zu kommunizieren, eigentlich gar nicht möglich ist. Das kann ich hiermit dann auch simulieren. Funktioniert im Prinzip ganz genauso wie eine ganz normale Blende von der Kamera, mit dem großen Vorteil, dass wir also hier, wenn man ganz genau hinschaut, das ging also mit keiner Canon Autofokusblende hin, das ist also kreisrund. Ne? Das heißt also, die Reflexe, die sie dann im Hintergrund haben, das werden also auch richtig kleine, runde Kreise dann im Hintergrund werden, irgendwelche Beleuchtung zum Beispiel vor einem schwarzen Hintergrund. Das ist also der Vorteil auch von dieser Blende. Da müssen Sie bei Leica also schon viel Geld für hinlegen, damit Sie auch dann so eine annähernd kreisrunde Blende bzw. ein Blendenloch dann hier einfach hinbekommen. Und selbst die haben das nicht so schön rund. Aber das ist ein anderes Thema. Der Adapter selber ist natürlich jetzt hier an der Kamera einfach befestigt. Löst den mal einfach kurz. So, na, am besten, ne? Staub ist ja jetzt nicht gerade unser größter Freund. Und das ist der Adapter jetzt von der anderen Seite, auch hier nochmal ganz kurz die Blende demonstriert. Und der wird natürlich dann hier einfach an das Objektiv angebracht. Ist natürlich dementsprechend auch die Markierung dran, also einmal die Markierung hier für das Objektiv, das ist ja die Vorderseite, und dann hier auf der Rückseite, um das dementsprechend dann auch hier an dem Objektiv, an dem Bajonett der Kamera anzubringen. Das ist es. Hier ist auch nochmal die Linse auf der Rückseite, die man sehen kann. Schlechtere Abbildungsleistung habe ich nicht feststellen können, aber ich habe wie gesagt feststellen können, dass die typische Telewirkung bei diesem Formatfaktor also wirklich deutlich erheblich reduziert gewesen ist. Jetzt bringen wir das Ganze nochmal wieder an. Einmal hier die rote Markierung auf die rote Markierung. Zack. Und jetzt natürlich dann hier auch vom Objektiv aus gesehen die Markierung suchen, um sie dann dementsprechend an dem roten Punkt hier oben einfach anzusetzen. Das ist also einmal hier oben und dann oben auf dem Adapter. Zack. Und schon haben wir die Einheiten jetzt hier verbunden. Stativschelle noch mal kurz eben lösen, damit die auch wieder richtig sitzt. So. Und ist natürlich auch selbstverständlich, dass Sie dann später, wenn Sie dann diese Kombination auf einem Stativ benutzen möchten, natürlich dann hier die Stativbohrung bzw. das Gewinde benutzen, das Innengewinde benutzen von der Stativschelle selber und nicht unten das von der Kamera. Also bei der Gewichtsverteilung, da tun Sie der Kamera keinen Gefallen mit, bzw. dem Bajonett. So, das also hier der Quenox-Adapter, Fokalreduktor. Ist ein ganz schweres Wort in meiner Welt, so sprachlich, kommt so selten vor und ich muss mir das immer wieder durchlesen, damit ich also, beziehungsweise angucken, damit ich weiß, wie es heißt. Das also hier der Fokalreduktor-Adapter von Quenox. Unter dem Video ist wie gesagt ein Link, da kann man draufklicken und der Kollege hat also wirklich so eine richtig große Textwand geschrieben, wo das auch nochmal physikalisch alles ganz genau erklärt ist, und diesen Adapter bekommen Sie natürlich hier bei uns im Shop.